Und zu den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus begrüße ich den Volkswirt Thorsten Pröttl an der Börse Stuttgart. Herr Pröttl, wie sehen Sie denn die Chancen, dass die Ausbreitung des Coronavirus bald seinen Höhepunkt zumindest erreicht? Also kurzfristig, denke ich, werden wir hier noch keine Entspannung sehen. Wir hatten am Freitag 12.000 bestätigte Infizierte. Heute Morgen waren es mehr als 17.000. Ich denke, angesichts dieser Schlagzeilen, dass es erstmal weitergehen wird. Und die Maßnahmen, die ergriffen wurden, zur Isolierung von Patienten, aber auch zur Einschränkung des Reiseverkehrs, die werden möglicherweise erst in den nächsten 1 bis 2 Wochen greifen, sodass ich mir durchaus vorstellen könnte, die nächsten 2 Wochen werden wir noch steigende Infektionszahlen sehen, möglicherweise 50.000 oder mehr in der Summe. Aber dann sollte der Höhepunkt überschritten sein. Und dann könnte sich langsam eine Entspannung abzeichnen. In China sind die Börsen heute ja zur Wiedereröffnung nach den Neujahrsferien massiv eingebrochen, obwohl die chinesische Notenbank massiv Geld in den Markt pumpte. Wie stark wird das Coronavirus denn die chinesische Wirtschaft treffen? Also ich gehe davon aus, dass das erste Quartal verheerend ausfallen wird, was die BIP-Wachstumszahlen angeht. So viel kann man heute schon sagen. Viele Chinesen trauen sich eben nicht aus dem Haus heraus, gehen nicht einkaufen. Vor allen Dingen die Konsumindustrie lahmt und das wird sich sicherlich bemerkbar machen in den Zahlen beispielsweise von Hongkong, aber auch von Festlandchina. Insofern wird das erste Quartal eher düster aussehen. Nichtsdestotrotz, wenn dann diese Epidemiewelle abgeebbt ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass dann auch im zweiten Quartal wieder ein Nachholeffekt auftritt, sodass eine Gesamtjahreswachstumszahl vielleicht gar nicht mal so schlecht aussieht. Aber wie gesagt, das erste Quartal, das ist erstmal eine Durchstrecke. So viel ist heute schon sicher. Und wie stark wird das Ganze die gesamte Weltwirtschaft infizieren und in Mitleidenschaft ziehen? Also es gibt einige Volkswirtschaften, die heute schon betroffen sind. Ich denke da beispielsweise an Thailand. Mehr als 12% vom Bruttoinlandsprodukt in Thailand stammt aus dem Tourismussektor. Und insbesondere bei chinesischen Reisenden ist Thailand sehr beliebt. Die bleiben aktuell zu Hause. Das heißt, die Hotels stehen leer, die Fluggesellschaften haben weniger Passagiere. Das macht sich durchaus bemerkbar. Und eben auch in anderen Ländern, vor allen Dingen in Ostasien, sieht man das, dass der ganze Konsumsektor, all diejenigen Tätigkeiten, die man außer Haus vornimmt, aus Luxusgründen, dass die einbrechen. Insofern wird sich hier sicherlich in Zahlen noch in den nächsten Monaten einiges bemerkbar machen, dass die Wirtschaft hier in Mitleidenschaft gezogen ist. Und wie lange wird der Druck auf die Finanzmärkte anhalten? Ja, also ich denke, es werden jetzt sicherlich auch Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Wir hatten heute ja schon gehört, dass die chinesische Notenbank eingegriffen hat. Ich denke, das wird vielleicht noch gar nicht das Ende sein. Der Mindestreservesatz, der aktuell bei 12,5% steht, wäre ein geeignetes Mittel, dass man hier mit einer Absenkung ein bisschen der Wirtschaft in die Arme greifen kann. Auch der Leitzinssatz mit 4,35% ist in China noch sehr hoch. Auch hier hätte man praktisch noch Potenzial. Ich denke, dass die Kapitalmärkte momentan aber einfach dieses Thema Unsicherheit spielen. Keiner weiß, wie lange diese Epidemie noch anhält. Und vor dem Hintergrund überwiegt die Unsicherheit. Die Märkte zollen dem ganzen Tribut. Die Aktienmärkte gehen nach unten. An den Rentenmärkten sinken die Renditen. Und ganz ehrlich, man muss natürlich sagen, das hängt jetzt mit diesem Virus zusammen. Aber wir hatten davor auch wochenlang neue Rekordstände an den Aktienmärkten gesehen. Und da ist es vielleicht ganz gesund, wenn hier entsprechend auch mal ein Rückwärtsgang eingeschaltet wird. Schade nur, dass es eben eine Virusepidemie sein muss, die dazu führt, dass der Aktienmarkt wieder zur Normalität zurückfindet. Sagt Thorsten Pröttl. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.